Das wäre sehr nett, weil wir wirklich mal gerne alle Federn haben möchten und dann auch mal die ganzen Bilder zeigen wollen. Ja. Also falls ihr sagt, du hast deine Feder vergessen, dann schreibt das sofort hin. Und dann entweder gleich direkt ganz genau oder ihr schreibt dann halt nochmal zurück oder so ähnlich. Und wenn ihr das macht, dann werden wir uns bei euch vorzüglich bedanken. In einen netten Gruß oder wie? Nee, Gruß ist langweilig. Was anderes, was. Und das. Wie fällt ich sagen? Ey, komm schon, das sind 40 Federn. Was. Also. Was willst du da großartig machen? Da steht ein Schiff. Oh, tolle Ablenkung. Jedenfalls, ja, wir wären jedenfalls sehr froh, wenn ihr uns ihm sagen würdet, wenn da oder da eine Feder wäre, die er sich dann nachträglich dann noch holen könnte. Boah, das wäre anstrengend. Nein, dafür habe ich... Du machst das. Nein, ich mach das nicht. Du musst das tun. Weil ich gucke ja eigentlich schon fast an jeder Ecke. Ja, und trotzdem hast du anscheinend nicht immer, weil du ja immer noch nicht alle gefunden hast. Okay, ab. Na, das Spiel dauert ja noch ein bisschen, bist du noch nicht. Du bist Sinn. Bestimmt schon an einer vorbeigelaufen. Nicht, nein! Hoffentlich. Ja gut, dann wirst du bald an einer vorbeilaufen, aber jedenfalls, oder hoffentlich. Niemals! Gut, dann... Ich werde jede Ecke gründlich absuchen. Jedenfalls, was wollte ich jetzt sagen? Also jedenfalls wäre das nett. Also, werden wir euch sehr verbunden. Und, ja... Bitte. Und ja, das war's jetzt eigentlich, was ich so dazu sagen wollte. Vielleicht solltest du das in den ersten oder zweiten Part dann noch hinschreiben, so unten in die Videobeschreibung. Nee, ja, weiß nicht. Nein. Ich weiß ja nicht mal, ob sich überhaupt jemand die Videobeschreibung ansieht. Weil ich schreibe ja dann manchmal auch so, also manchmal immer. Nee, doch manchmal. So halt Sachen rein. Was so als. Also, ja, vom Spiel. Die Lunte brennt. Noch nicht, nein. Ach so. Wieso glüht die denn so an der Spitze? Nein, glüht doch gar nicht. Ja, doch, die glüht an der Spitze rot. Nein. Jetzt, weil wir abgeschossen haben. Jetzt irgendwo in den Wald geflogen. Sparks, geh mal in die Kanonen rein und wir schießen mal. Ja, klar. Er setzt sich vorne auf der Kugel dann rauf und dann. Dann macht er einen auf fliegenden Baron oder was? Wer ist denn das? Na, hier die Geschichten des Lügenbarons. Der hat auch mal erzählt, dass er sich einen auf eine Kanone draufgesetzt ist, hatte und auf über eine türkische hier Festung reingeflogen ist und er erkannt, dass er nicht mehr rauskommt und ist dann auf eine andere Kugel umgestiegen und nochmal zurückgeflogen. Okay. Ja, deswegen heißt er auch der Lügenbaron. Wie kann man sich denn auf einer Kanone setzen, die auf einer Stadt abgefeuert wird und sich also überhaupt den Stoß des Schusses. Es ist eine Lügengeschichte. Ja, aber wie, wer glaubt denn sowas? Eine betrunkene Truppe. Aha, die müssen aber ziemlich betrunken gewesen sein. Dazu bitte keine Kommentare, weil das jetzt nicht zum Spiel gehört. Und dann im Flug auf einer anderen Kugel übersteigen, ja. Oh Gott. Müssen ja 10 Promille gehabt haben. Okay. Da ist schon wieder so ein Flieh, aber das ist nicht der, der uns sucht, wa? Keine Ahnung. Das ist ein Geier. So ein geierartiges. Ja. Und darauf sitzt ein Hund, kein Affe. Ja, weiß ich. Ich treffe den nicht. Zeit.
Ja, trotzdem, ich kann ja nicht einfach nur schießen. Aber weißt du, wie der heißt? Mistflieger. Steht das? Ja, weiß nicht, da stand gerade Mistflieger. Ach da, Mist. Du Mistflieger, lass uns in Ruhe. Warum schieße ich immer zu weit, oder? Keine Ahnung. Meine Zeit ist gleich alle. Welche Zeit? Ah, ich. Ach so, die Zeit. Ja. Unser KP ist auch nicht. Du hast ja noch. Unser KP, wir sind gleich tot. Du hast ja noch über die Hälfte. Verzögerung. Ja, Verzögerung. Hey. Aber wir haben ihn nicht getroffen. Verfehlt. Zwei Runden. Treff. Ja, nein. Ja. Nein. Entscheide dich. Ja. Hast du ihn jetzt? Ja. Gut, und weiter? Die Stelle kommt mir bekannt vor. Das war da auch so im ersten Teil, klar. Ey, das kenne ich. Sag mal, sind wir jetzt in dem Wald hier, wo wir vorher im ersten Teil waren, irgendwie so? Bloß ein bisschen anders irgendwie so? Irgendwie so? Im ersten Teil war so eine Stelle, da laufen wir so rein wie hier. Ah ja, aber da war... Dann laufen ist wir aber hoch, nicht dieselbe Stelle. Ja, dann war hier. Glaub, das war an der hier Eiskap. Das war an der Eisküste. Nein! Das war. Doch, irgendwo an der Eisküste, glaube ich. Nee, das war irgendwo in der Lava-Gegend, genau. Ja, in der Lava-Gegend. Dann kam nämlich hier so eine Spinne, die uns erledigt hat. Ja, dann sind wir zurückgelaufen, oder war das so? Dann habe ich Eis nämlich aufgeführt, dass ich die Spinne denn. Nee, das war eine andere Stelle. Das war eine andere Spinne. Ja, jedenfalls. Jedenfalls. Da kam nämlich hier ein Vogel zuerst. Nee, die nee, Spinne kam hier zuerst. So. Dann haben wir die Spinne besiegt und dann kam so ein Vogel noch. Fledermaus. Runter. Fledermaus. Es war egal, die fliegen ja, weiter. Ja, toll. Das ist doch genau. Und danach sind wir hier rumgelaufen. Dann waren hier so eine Giftschleusen, so eine Düsen, wo ich dann durchgelaufen bin. Ja. Und du hast gesagt, warum läufst du da durch? Ja, genau. Spiel weiter. Das ist fast genauso hier die Stelle. Bloß ohne Gift. Oder ätzende Gase oder so. Und Fledermaus. Ich lauf trotzdem nochmal zurück. Ist hier, hab ich hier irgendwo einen roten Kristall zu sehen? Nein, wa? Nein, nicht so. Da vorne war doch gerade einer, oder? Das war ein grüner. Also. Stand der grüne da schon die ganze Zeit? Ja, ah, da ist ein roter Kristall. Habe ich das nicht gerade gesagt? Nein. Guck dir das Display an, dann siehst du genauer. Wenn's hochkommt. In einem Monat kommt wahrscheinlich der Teil dann raus. Dann sagen wir einen halben oder eine Woche. Im einen Monat? Habe ich mich das da verhört? Nein. Also jedenfalls. In der Woche oder. Also jetzt, wenn ihr jetzt diese Folge hier seht, dann sind wahrscheinlich. Also ist wahrscheinlich einige ja, Zeit vergangen. Muss ja schon was draußen kommen. Ja, einige Zeit, So. Ein Monat. Seitdem der erste Part hochgeladen ist. Nee, Quatsch. Du lädst fast jeden Tag ein Video hoch und du willst mir erzählen, dass das dann einen Monat dauert? 30 Parts? Ja? 30 Tage? Ja, aber doch nicht bis zu den Part da. Nein, das ist jetzt... Ach man, egal. Keine Ahnung, was das jetzt wahrscheinlich für ein Part sein wird. Da unten jedenfalls zwei blaue Kristalle. Das ist ein Wunder. Ey. Kann das sein? Ja. Oh nee! Oh doch! Was? Boah, fällt dir was auf? Nein! Was ist, wenn das gar keine Höhle war? Was für eine. Oh nee! Meinst du jetzt so? Das ist das Drache. Nein. Nein, das ist kein Drache. Dass das jetzt. Ich lese deine Gedanken und ich sehe,
dass du meinst, dass das hier das Vulkanland war, wo oben jetzt diese... Wo der, wie groß ausgebrochen war. Ist. Oh, wie groß ausgebrochen ist, und das dann halt, wie sagt man da, versteinert ist. Könnte so, sein. Mal. Und jetzt alles hier, ja, Pflanzen sind, Wald gewachsen ist, so. Wäre ja geil, wenn das so wäre. Allerdings glaube ich nicht, dass... Sei denn, das sind geborstene Metallrohre, aber das sehen eher aus wie Baumstämme. Ja, das sind Baumstämme, ja. Wo dann vorher die Lava floss. Aber da war, da habe ich ja gesagt, das ist so Metallrohre gewesen. Boah, das wär's ja, wenn das Vulkanland wäre. Muss ja, vielleicht irgendwie... Na, auf jeden Fall doch. Also viele Ähnlichkeiten hier. Mit einer anderen Erklärung wäre mir jetzt nicht plausibler, als dass da oben diese Lava... Okay, bloß sinnlos, wie kann die Lava da oben... Da müssen ja eigentlich die Maulwürfe ja umgezogen sein. Die wohnen ja nicht hier, die wohnen ja hier gefangen genommen. Wie, ach, sind wir klein, nee, wie hieß... Mann, sind wir klein. Doch. Ja, die Mann sind wir klein. Oh, das erinnert mich irgendwie gerade an zwei, wo wir sagen... Aber doch, das übernehme ich so, das ist geil, das Land werde ich dann auch in der Geschichte irgendwo, also in meiner großen Karte einbauen. Ja, ich vergiss es aber nicht, dir aufzuschreiben, dass du das machst. Dass das hier dann ist, wie ist das denn? Vulkan, ja, aber man muss so, irgendwie noch einen Grund finden, warum das so gefroren ist, weil normalerweise passiert das ja nicht so. Denn es war... Es wurde... Der also mehr fällt mir jetzt gerade nicht dazu ein, weil das kann man so nicht gerade so sagen. Das mal sehen, vielleicht fällt mir eine Überlegung. Ja. Ah doch, das macht man, das mache ich so. Das ist das Vulkanland gewesen. Okay, dann lass mich meine Theorie aufstellen. Oder dir fällt inzwischen selbst einer ein. Ja, fällt dir einer ein? Nein, jetzt warte doch nicht so lange. Nein. Lass das jetzt erstmal wegfallen. Oh. Weil mehr kann man jetzt so überhaupt nicht so in dem Moment sagen. Wenn wir dann ansonsten wieder zu viel erzählen würden und dann die Geschichte nicht mehr so toll wäre, wenn man das mit Splay schon gesehen hat. Schwachsinn! Zu viel kann man davon nicht erzählen, weil daran haben wir noch nicht vorgedacht. Also ist das ein Thema, wobei. Dass wir erzählen können, weil es uns im Let's Play eingefallen ist. Und was uns im Let's Play einfällt, das wird auch beredet. Yay. Besprochen. Als jetzt im oder danach? Na, im Let's Play. Na also, da könnte man ja zum Beispiel so machen, Melfor ist an diesem Ort quasi wieder Matrilli... Keine Ahnung. Nee, Moment mal. Es kommt doch jetzt drauf an, ob er aus diesem Tor der Konvexität rausgekommen ist oder ob er jetzt halt, sag mal schnell, hier, oder ob er sich halt so direkt in der Welt hier wieder formatiert hat. Nee, nicht formatiert, halt. Materialisiert. Da hätte er das jetzt irgendwie... Vielleicht direkt über den Vulkan und da ist irgendwie total Lava-Ausbruch und dann hier so Schutz und alles also erstarrt dann so und die Vulkan erloschen. Aha. Fällt mir noch gerade was ein? Nein. Finde ich eine Feder? Nein. Aber doch, das war das Vulkanland. Sagen wir, es sieht nach Holz aus, aber es könnte auch genauso gut das Metall sein. Bloß ich frage mich, wenn das jetzt... wie kann das hier alles entstehen mit dem Wald, wenn seitdem nur ein Jahr vergangen ist? Das geht wieder nicht so. War das nicht ein Pilzwald? Der Pilzwald ist woanders. Ja, aber guck mal, hier sind doch gar keine Pilze mehr. Ja, sind ja auch nicht. Hier sind ja normale Bäume. Ja. Vielleicht sind die durch die Mutation schneller gewachsen, oder? Der Wald war halt nur da und nur so direkt um den Vulkan war es halt so karg.
Wir waren aber nicht direkt am Vulkan, wir waren weiter weg vom Vulkan. Ja, aber jetzt sind wir, wären wir am Vulkan. Du hast gerade gesagt, dass direkt am Vulkan keine Fahrzeuge ja, sind. Früher. Ja. Und jetzt sollten direkt am Vulkan doch Pflanzen sein. Der Vulkan ist erloschen. Die innerhalb von einem Jahr so riesig wachsen. Guck mal, die da sind auch innerhalb eines Jahres so riesig mutiert. Was ist ein Monster, die mutieren so riesig? Oh ja, Pflanzen sind ja auch überhaupt keine Lebewesen, die nicht schnell mutieren können. Sind keine Lebewesen mit Herzen oder Organen. Natürlich haben Pflanzen Organe, halb plus anders als die von dir so Lebewesen. Das kann man nicht als Organe zählen lassen. Auch wenn manche Leute das behaupten. Oh, sag das mal dem Baum, der dich dann als Endgegner versucht platt zu machen. Oder die. Das ist ein Monster, das ist kein Baum. Oder es war mal ein Baum. Oder Bäume, je nachdem. Hui! Das verstehst du jetzt nicht. Wahrscheinlich nicht. Weil ich jetzt gerade nichts sehe. So, ich laufe jetzt mal schnell hier hoch, denn da oben ist... Eine Feder? Nein, denn ich falle runter. Ich komme da nicht hoch. Okay, ich wollte es jetzt nur mal austesten, ob das geht. Ja gut, es muss ja nicht unbedingt die Vulkanlandschaft sein, aber ich meine es halt so, nur direkt um den Vulkan waren halt keine Pflanzen, weil es hauptsächlich unter der Erde war, so da so wenig Licht hinkam und deshalb vielleicht schon vorher zerstört wurde durch die Mine und alles. Aber so dann ein bisschen, nur ein wenig weiter weg, hätten ja Bäume, ein Wald ja sein können. Ja, aber wir haben ja das gesehen, die Landschaft, und da war ja nirgendwo was. Ladevorgang, und jetzt kommt der Cutscene gleich. Naja, ich glaube, das Thema haben wir eigentlich so im Ganzen beendet. Es gibt da nichts mehr so. Naja, kommt erstmal der Cutscene.